Hallo bei der Wander im Kreis Kolbe. Wir sind jetzt nochmal hier bei meinem Kumpel am Bienenstand und haben jetzt hier ein Volk, was wir nur auf zwei Waben geschiedet haben. Ich habe gedacht, ich finde nochmal eins, weil wir am Ende gesagt haben, okay, wir machen vielleicht mal noch ein Video. Jetzt sind sie natürlich schon relativ breit gelaufen. Es sieht besser aus, als es ist, aber wir werden das gleich nochmal doch ein bisschen aufblättern. Und ich will mal sagen, wie ich damit so ein Volk noch verfahre, dass man das jetzt relativ schnell oder am schnellsten an Start kriegt. Ne? Man sieht jetzt hier aber schon schön, wenn man das jetzt hier einschiedet auf zwei Waben, die saßen vorhin relativ eng vorne auf drei Waben, vier Waben. Jetzt sieht man schon wirklich eine schöne Dynamik. Die gehen hier drinnen im Schiedbereich schön auseinander, gehen, weil es heute auch schön warm ist, hinter das Schied drüber, holen sich da das Futter und der Prozess läuft jetzt eigentlich schon genau so, wie wir wollen. Die Bienen arbeiten das Futter im Volk um, haben auch eine gewisse Feuchtigkeit, müssen nicht viel Flugkraft dafür aufbringen. Ich reize die auch nicht, als wenn ich die mit Reizfutter reizen würde. Und so habe ich hier eigentlich eine super Entwicklung und eine schöne Dynamik im Volk. Ne? Man sieht das hier, die sitzen da schön auf dem Futterwaben. Hier, das ist in dem Schiedbereich. Wie gesagt, das ist jetzt ein Volk, was ich auf zwei Waben und wie gesagt vorhin, saßen die bis hierher. Jetzt sieht man schon, die Wärme geht bis hinter. Die breiten sich schön auf den zwei Waben jetzt aus. Und wir werden sehen, dass die innerhalb von einer Woche, zwei Wochen komplett den ganzen Bereich durchbrüten. Und jetzt eigentlich das, wieso ich genau an der Stelle das Video machen will. Jetzt sollte man zuhören, wenn man solche schwachen Völker hat, die man jetzt so in dem Bereich hat. Damit ich jetzt keinen Schaden mache, ja, wenn die jetzt schön durchgebrütet haben, die ersten Bienen bringen, dann belagern die ein, zwei Waben, aber haben noch nicht das Temperaturpuffer, dass ich mit einer Baurahmenwabe erweitern kann, dass ich mit einer Mittelwand erweitern kann. Diese Sachen verkneife ich mir einfach bei so einem schwachen Volk. Lass das jetzt einfach zwei Brutgenerationen genau so sitzen, weil die Erfahrung eigentlich ist, die Königin brütet das jetzt einmal durch. Die Bienen, die dann schlüpfen, füllen eigentlich die Beute. Und die Königin hat mit den zwei Waben noch mal richtig gut zu tun. Und wenn die dann so weit sind, dass die stark durchgebrütet sind, komplett verdeckelt sind, dann bricht die Königin innerhalb von drei, vier Tagen, bricht die auf, entweder nach rechts oder nach links auf die Waben aus. Dann hat man hier auch alles schön voll mit Bienen. Und wenn das passiert ist, sind die zwei, drei Waben innerhalb von drei, vier Tagen komplett bestiftet. Und dann gehe ich her und korrigiere das Volk einmal und dann kommt auch gleich der Honigraum. Also wir sprechen jetzt hier von in 14 Tagen, drei Wochen, was die Situation frühestens sein wird. Und da warte ich, bis die Königin wirklich ausgebrochen ist und korrigiere dann die Geschichte. Nehme die zwei verdeckelten Brutwaben dann in die Mitte, die zwei oder drei auf diese frische Brut gebracht hat, tue ich dann rechts und links anordnen. Dann kommt auch gleich der Baurahmen mit dazu, dann die Thermoschiede rechts und links dran, dann nochmal eine Mittelwand rechts und links und dann kann ich auch sofort das Absperrgitter geben und die Königin und die Bienen können dann nach oben, weil dann ist die Bienenmasse richtig da und dann bin ich auch so weit eigentlich im Jahr, dass die Nächte dann auch nicht mehr so kalt sind und dass ich dann eigentlich das Bienenvolk selbst, wenn es jetzt auf zwei Waben startet, das eigentlich mit am Honigraum habe, wenn ich so bei dem Völkern, wo ich drei, vier Waben, die auch ein bisschen länger brauchen, dann so die letzten Honigräume aufsetze. Und ich sage mal so, von der Frühtracht wird dieses Bienenvolk zwar nicht mehr viel erleben, aber zum Beispiel in Akazie und Sommertracht ist das ein vollwertiges Bienenvolk. Wichtig ist nur, dass die Königin ordentlich drückt, die Brutkreisläufe aufbaut, wie ich sie ja in den anderen Videos immer schon erkläre. Und somit habe ich hier eigentlich eine gute Substanz mit diesen zwei Waben. Bienenmasse ist eigentlich genug für die da. Aber ich darf eben jetzt über die zwei Waben nicht hinausgehen. Ansonsten verspiele ich das Potenzial für das ganze Volk im ganzen Jahr. Gut, das wollte ich jetzt nur noch mal zeigen, wie ich mit so einem doch zwei Waben gut besetzten Bienenvolk durchgehe und habe jetzt eigentlich mit dem Volk die nächsten drei, vier Wochen auch überhaupt keine Arbeit. Und solche Völker dürfen mir auch keine Arbeit machen. Ich konzentriere mich jetzt auf die starken Völker, dass ich die ordentlich für die Frühtracht und den Raps vorbereite. Und ich will gar nicht 100% gleich am Start mit dabei haben. Wenn das jetzt, sage ich mal, in drei, vier Wochen dann mit dazu steigt, ist das doch eine saubere Geschichte. Okay, bis dahin. Tschüss.